Der Monat März ist vorbei und heute zeige ich dir meine Monatsfavoriten. Well, can't say I blame you. Try to come close to, but all you can do. Ich weiß noch, wie schwer es war, früher meine richtigen Produkte zu finden, die richtigen Produkte für meine Haut zu finden, die richtigen Make-up-Produkte zu finden, vor allem auch die richtigen Düfte, die richtigen Parfüms. Das war immer ein Probieren, ein Testen, ein Suchen, Suchen, Suchen. Und ich bin froh, dass ich endlich viele Sachen gefunden habe, die mir unglaublich viel Freude bereiten und unglaublich, ja, in vielen Bereichen, in viele Problematik, was zum Beispiel Skincare betrifft, unterstützen und helfen. Ich zeige dir immer monatlich meine Favoriten, aber das bedeutet nicht, dass ich nur diesen Monat benutze, sondern ich habe unglaublich viele Sachen und es gibt Sachen, die ich dann jeden Monat halt mehr benutze als andere Monate. Und deswegen finde ich solche Format wie Monatsfavoriten unglaublich praktisch, weil manchmal man halt Sachen findet, die alt sind, die irgendwo im Schrank sind und man das gesehen hat und wieder so ein Lieblings geworden ist. Und wir fangen mal jetzt, also ich habe für dich heute drei Kategorien. Ich habe für dich Skincare, ich habe für dich Make-up und ich habe für dich ein Parfüm, also mein Parfüm des Monats. Und wir fangen mal mit Skincare. Das ist ein Produkt, das ich benutze, das ist so wie ein Toner und das ist unglaublich gut. Das benutze ich immer wegen meiner unreinen Haut, aber auch um die Haut so ein bisschen zu regenerieren, schön zu machen. Oder wenn ich zum Beispiel eine trockene Kopfhaut habe, dann benutze ich das auch, wenn es juckt oder wenn ich merke, okay, zum Beispiel wenn ich Haare gefärbt habe, dann ist meine Kopfhaut so ein bisschen sensibel und dann benutze ich das und dann ist dieses Juckreiz einfach weg. Und ich mag, wie sich die Haut anfühlt. Die Haut fühlt sich ein bisschen glowy, ein bisschen schön aus, wenn ich dieses Produkt benutze. Und ich nutze das aber auch nicht jeden Tag. Also ich trage das einfach auf meine Handfläche und dann verteile ich das auf mein Gesicht. Und das mache ich halt dreimal die Woche zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu meinen absolut Lieblingsprodukten das ganze Jahr, seitdem ich das gekauft habe. Und das ist eine einzige Marke. Und das sind hier, ich zeige es dir, die drei. Das sind diese hier, also das sind nicht alle, aber das sind halt für diesen Monat bzw. jetzt für meine Morgenroutine. Und ich fange immer an mit dieses Serum, das ist Vitamin C und das ist meine zweite Flasche. Genauso wie das hier ist meine zweite Flasche, das hier ist auch meine zweite Flasche, zweite Dose, aber wie du siehst, ist fast alle. Ich habe schon die nächste da. Und ja, das ist meiner Meinung nach die unglaublichste, gute, beste Vitamin C, die ich bis jetzt probieren habe. Das Gefühl auf die Haut ist unglaublich. Die Preis stimmt auch, weil solche Sachen sind auch sehr teuer. Die Preis stimmt auch, wie es sich anfühlt. Und Vitamin C ist gut und das kannst du nur früh benutzen, also nur morgens. Und deine Haut zu regenerieren. Also ich bin keine Skincare-Experten, deswegen werde ich auch nicht über die Inhaltsstoffe sprechen. Aber ich weiß oder ich sehe das bei mir, dass mit Vitamin C meine Rottungen, meine Flecken, meine Pickelmalen, alles was so geblieben ist, nachdem ich einen Pickel bekommen habe, alles so ein bisschen weggeht von Zeit zu Zeit. Also das ist nicht etwas, was sofort passiert, aber das ist etwas, das halt langfristig wirklich was verändert. Und ich kann mir meine Routine ohne diese Vitamin C nicht vorstellen. Ich trage einfach zwei Pump auf die Handfläche und dann verteile ich das ganz grob auf meine Haut. Und du kannst hier sehen, was für ein Glow, also was für ein Finish dieses Produkt in meine Haut lässt. Obwohl ich eine ölige, also eine Mischhaut habe, will ich trotzdem, dass meine Haut gesund und strahlt. Und jetzt kommt dieses Produkt hier, das ist meine zweite Flasche, habe ich schon gesagt. Und das ist so ein gutes Produkt, wenn du wirklich mit Problemen mit Pickel hast, Probleme mit Rötungen hast, mit Akne. Und was ich so liebe an diesem Produkt ist, dass das meine Tagproduktion ein bisschen reduziert, ein bisschen kontrollieren, also ein Ölkontroll kann man so sagen. Ohne, dass die Sachen danach super cakey aussehen oder dein Gesicht super cakey aussieht oder sich unglaublich doof anfühlt, weil ich habe so viele Sachen probiert, die matt sind oder helfen, deine Haut matt zu bekommen, aber die fühlen sich gar nicht gut und die verbinden sich auch nicht gut mit meinem Make-up. Aber dieses Produkt hier, also ich glaube, das sind diese Inhaltsstoffe, die unglaublich gut sind für Mischhaut und wie gesagt,
diese Ölschicht, das habe ich einfach nicht mehr, wenn ich das benutze. Genauso wenig wie Rötungen, also wenn ich merke, okay, mein Gesicht ist voll komisch, ist gerötet oder ich kriege Mitesser, ich kriege Pickel, dann benutze ich das. Und die beiden Sachen benutze ich immer zusammen früh, immer. Wenn ich das hier vergesse oder einfach so voll bin und das nicht will, ich merke das tagsüber, wie ölig ich werde, wenn ich das hier nicht benutze. Das ist wirklich ein Life Changer. Also es ist wirklich unglaublich geil. Und jetzt kommen wir zum Sonnenschutz. Sonnenschutz ist für mich ganz wichtig, weil ich viel mit Säuren arbeite, weil ich halt viele Behandlungen hatte wegen unreiner Haut. Und du musst deine Haut natürlich schützen vor die Sonne, damit du keine Hautkrebs bekommst, damit du keine Pigmentenflecken kriegst. Es gibt tausende Gründe, warum du das machen sollst. Und ich habe dieses hier entdeckt. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals gezeigt vor die Kamera. Das ist so ein gutes Produkt. Das verträgt sich mit allen meinen anderen Produkten. Ich kann das immer benutzen. Ich kann das unter meinem Make-up benutzen. Es rollt sich nicht. Es wird halt nicht cakey. Es sieht halt nicht doof aus. Es riecht nicht so nach Sonnencreme. Also es ist wirklich ein unglaublich gutes Produkt. Und dadurch, dass halt hier für Acne X ist für mich perfekt. Ist einfach perfekt. Ich habe natürlich nicht so schlimm, aber ab und zu kommen so ein paar Pickels und deswegen muss ich halt, ich habe eine Mischhaut und unreine Haut und das wird halt immer so sein. Aber wenn ich die richtigen Produkte benutze, dann kann ich so ein bisschen mein Skincare, also mein Gesicht ein bisschen unter Kontrolle haben. Und das war alles, was ich jetzt für die Pflege hatte. Jetzt kommen wir zu die Kategorie Make-up und dann fangen wir mal an mit einem Produkt, ist schwer in eine Kategorie zu setzen, weil das kann eine Pflegeprodukt sein, es kann aber auch ein Primer sein und du kannst aber auch alleine benutzen als Foundation. Und ich spreche von dieses Produkt hier von By Terry und das ist so, hier steht drauf, dass es so wie ein Serum ist, aber der hat so ein bisschen durch die Farbe, die hier drin ist, das tut auch, wenn du nicht so viele Sachen zu verstecken hast in deinem Gesicht, dann kannst du das einfach alleine benutzen. Jetzt zum Beispiel im Sommer. Ich habe das Produkt jetzt zum dritten Mal gekauft, aber das ist jetzt eine andere Farbe. Ich hatte immer die Nummer 4. Das ist ein bisschen dunkel als das hier. Das ist die Nummer 3. Und das war ein bisschen zu viel. Und jetzt probiere ich das seit einem Monat, glaube ich, in die Nummer 3. Und das ist perfekt. Und man würde denken, hier ist aber Glitzer, das kann man nicht benutzen mit Mischhaut. Doch, das kannst du benutzen. Hier trage ich das und zeige ich dir, wie es aussieht. Also das finde ich ist unglaublich gut. Dieses Duft, ich liebe dieses Duft. Das ist so besonders und das kriegst du immer bei weiteren Produkten. Das riecht nach Rosen so. Also unglaublich gut. Unglaublich gut. Und ich kann meine Routine ohne dieses Produkt gar nicht vorstellen. Und ich merke den Unterschied. Ich merke den Unterschied, wenn ich meine Base, wenn ich meine Make-up ohne dieses Produkt benutze, sieht komplett anders aus. Mit meinem Make-up, dann sieht es so, ich weiß nicht, so natürlich, so schön, so ebenmäßig. Deswegen liebe ich das so sehr. Und jetzt kommen wir zu einer unglaublich guten Foundation. Unglaublich gute Foundation. Und das ist dieses hier. Und ich habe die Farbe 305N, falls du dich fragst. Diese Foundation ist der Wahnsinn. Diese Foundation hat eine sehr gute Deckkraft, aber ich finde nicht, dass es eine super starke Deckkraft ist, aber ich spiele auch keine super starke Deckkraft. Es fühlt sich unglaublich gut auf die Haut, beziehungsweise es fühlt sich wie nichts auf die Haut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Maske trage. Und dieses, es ist matt, aber glowy, also es ist so ein Mittelding. Und für mich Haut ist es perfekt. Also ich habe wirklich gar kein Problem mit dieser Foundation. Ich habe kein Problem mit einer super oligen T-Zone und so tagsüber. Das in Kombination mit das hier für mich Haut einfach perfekt. Und ich war bei Douglas, habe mich beraten lassen und dort habe ich die bekommen. Und die Farbe ist einfach perfekt. Also guck mal her, du siehst hier, es gibt keinen Unterschied. Ich hatte noch nicht so ein perfektes Match mit meiner eigenen Farbe. Also unglaublich gut. Das musst du dir wirklich anschauen. Ich weiß, die Foundation ist teuer, aber wenn du nur eine kaufst, wenn du nur eine brauchst, dann guck dir das mal an, weil es ist unglaublich gut und das Gefühl auf die Haut, es ist wirklich unglaublich gut. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich wirklich lieben gelernt habe diesen Monat und das ist dieses Bronzer Contour Stick hier von Nude Stick und ich trage das jeden Tag. Das geht komplett einfach, ist komplett easy. Die Farbe ist genau, was ich wollte. Ich wollte etwas, was nicht so warm ist, nicht so dunkel ist, aber auch nicht so hell. Also ich wollte die Schatten haben, ich wollte Bronzer haben, aber ich wollte irgendwie, dass es dezent ist. Und das entspricht alles, was ich wollte. Und es ist auch sehr gut für mich Haut, weil das ist so ein mattes Produkt.
Und ich tue mein Gesicht setten mit diesem Produkt hier. Das habe ich auch sehr oft vor die Kamera gezeigt. Das ist so ein mattes Puder von Catrice. Ich mache die Konsistenz, ich mache die Textur, ich mache, wie es das Finish aussieht. Es sieht nicht cakey aus, es sieht nicht schlecht aus, es setzt sich nicht ab. Es ist wirklich ein unglaublich gutes Produkt. Und jetzt kommen wir zu einem Bronzer und einem Blush, die ich diesen Monat gekauft habe, wo ich wirklich sehr, sehr begeistert bin. Das ist dieses Blush hier von Catrice. Wie gesagt, ich wollte etwas haben, was nicht so dunkel ist, nicht so stark ist. Und deswegen habe ich geguckt. Und das hier ist, es ist wasserresistent. Und das ist die Farbe 035 Universal Bronze. Und ich liebe es, diese Farbe, weil es ist nicht so stark, es ist nicht so, boom, du hast einen Bronzer, sondern es ist dezent, aber du siehst was. Du siehst was. Und das ist, was ich wollte. Dass es matt ist, weil ich habe viele Bronzer, die wunderschön sind, aber es haben ein bisschen Glitzern. Ich wollte ein bisschen clean halten. Und dann habe ich dieses Blush hier von Catrice. Ich muss das aufmachen. Das hat verschiedene Tonen drin, verschiedene Farben, so ein dunkelrosa, so wie orange und so ein helles rosa. Und dieses Blush ist wunderschön, steht drauf Glow, aber es ist halt, ich würde sagen, es ist auch matt, es ist perfekt für meine Haut und es ist perfekt für Setten meines Creme Blush. Ich wollte etwas haben, was nicht so viel Pigment hat, nicht so stark ist. Ich habe halt einen Creme Blush aufgetragen, nicht heute, aber so normalerweise. Und dann will ich einfach nur ganz zart halt setten. Heute habe ich nicht aufgetragen, außer mein Bronzer und dann dieses Blush drauf. Und ich finde, es ist wunderschön. Also ich mag meine Base. Ich mag, wie es aussieht und ich mag vor allem, wie es sich anfühlt. Es fühlt sich nicht, als hätte ich unglaublich viel Produkte auf die Haut. Und dann als letztes habe ich für dich eine Mascara. Das ist dieses hier von Maybelline. Ich liebe Mascara, ich habe sehr lange Wimper, wie du siehst, weil ich eine Wimperserum benutze und ich teste unglaublich viele Mascaras. Und ich meine, es gibt halt viele, die passen, es gibt viele, die nicht passen. Was ich habe aufgehört, High-End-Mascaras zu kaufen, weil ich finde, ich brauche keine 30, 40 Euro für eine Mascara zu geben, wenn ich hier 10 Euro geben kann oder weniger als 3 Euro geben kann und unglaublich gute Arbeit macht. Deswegen kaufe ich seit lange meine Mascaras nur in die Drogerie und wenn man seine Wimper pflegt und lange Wimper hat, dann kannst du mit vielen Sachen einfach wunderschönen Sprung machen und das schaffe ich hier. Und was mir hier so begeistert ist, dass das super einfach ist abzuwaschen. Du brauchst einfach nur warmes Wasser und das war's. Und das war auch mit meinen Make-up-Produkten hier. Wie du siehst, ist halt nicht viel, aber das ist eine komplette Base. Also hier kannst du die komplette Base machen. Du kannst Concealer benutzen oder nicht. Aber ich wollte dir wirklich zeigen, was mir am Herzen liegt, vor allem, wenn du eine Mischhaut hast. Es ist wirklich, das ist gerade halt mein Fokus, weil ich so eine habe und ich merke, dass viele Kunden da draußen eher um trockene Haut geht als um Mischhaut. Und ich musste alles auf die Hautatur lernen, ich musste alles selber probieren, kaufen Sachen, die wunderschön sind, aber dann gemerkt habe, das bringt mir nicht, das macht noch schlimmer, also das macht mich noch fettiger, also mein Gesicht sieht noch schlimmer aus, als es sein soll, nur wegen dieses Produkt, deswegen muss man aufpassen. Und jetzt die nächste Kategorie ist Duft und dann zeige ich dir meine absolut Lieblingsduft für diesen Monat. Und hier siehst du, das ist die Verpackung. Ich habe die noch in die Verpackung. Wenn ich die Verpackung schon finde, dann schmeiße ich es nicht weg. Und das ist der Duft. Guck mal. Also ein Finger ist schon weg. Oder ja, ein Finger ist schon weg. Und ich habe dieses Duft diesen Monat gekauft. Kannst du dir vorstellen, wie oft ich das getragen habe? Und das ist, oh, das riecht einfach, das riecht so gut. Und das ist nicht so penetrant und so stark, dass ich das im Büro tragen kann, weil es ist angenehm ist und das hält aber lange. Also das hält wirklich lange, aber das hält so subtil, also so weich, so schön. Du läufst und dann lässt du so eine Wolke von diesem Duft, von diesem Elegant, von diesem... Ich weiß nicht, also ich kann auch keine Dufte hier beschreiben, aber ich habe mich verliebt. Sofort verliebt in dieses Duft. Es ist wunderschön. Es ist irgendwie was anderes. Es ist nicht so süß. Ich wollte keine früchtige, blumige Duft, sondern ich wollte was anderes, was Schönes. Und das habe ich gefunden. Und ich liebe es. Und wenn du dir jetzt einen Duft für Frühling, für den Sommer suchst, dann schau dir dieses Duft an, weil es ist unglaublich gut. Und das war
war's mit meinem Video, das war mit meinem Monatsfavoriten März. Du siehst, es ist nicht viel, aber es ist alles, was mir am Herzen liegt. Ich bin super begeistert von all diesen Produkten. Ich kann meine Hand im Feuer legen, die sind unglaublich gut. Die haben mich nicht in den Stich gelassen. Ich habe kein Problem, dass sie irgendetwas sich absetzt. Es ist einfach ein Traum. Und wenn du Interessen hast, wenn du dir irgendwas anschauen willst, ich habe dir alle Produkte in der Infobox verlinkt. Kannst du einfach nur klicken und sofort bist du dabei und kannst du die Sachen holen, kaufen. Ich weiß, viele Sachen sind teuer, aber glaub mir, wenn du willst, dass deine Haut halt unter Kontrolle ist, wenn du willst, dass es ein wunderschönes Finish ist, was Pflegen betrifft, musst du ein bisschen gucken. Musst du ein bisschen gucken, was für Inhaltsstoffe, wie sind die Produkte, wie sind die zusammengesetzt und vor allem, wie passt das zu deiner Haut. Ne? Okay, danke, dass du da warst, danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Ciao!